Es ist wieder Halloween und auch dieses Jahr bin ich wieder Teilnehmer der Halloween-Show. Das ist ein Zusammenschluss von vielen fantastischen YouTubern, die Videos rund um das Thema Halloween jeder in seinen eigenen Stil machen. Wir haben uns alle in einer bestimmten Playlist zusammengefasst, die ihr unten in der Beschreibung findet und da solltet ihr auch definitiv bei allen anderen mal vorbeischauen. Was mache ich dieses Jahr? Ich mache dieses Jahr dasselbe wie letztes Jahr. Ich stelle euch drei Gameboy-Homebrew-Spiele vor, die sich irgendwie so mit dem Thema Horror oder Grusel oder Tod irgendwie beschäftigen. Und die stelle ich euch jetzt vor. Als erstes Spiel wartet also Cryohazard auf uns und das ist ein thematisch ja, sehr düsteres Spiel. Ihr wacht auf in so einer Art ja, Tiefschlafzelle und wisst gar nicht, wo ihr seid. Wie ihr seht, das Spiel ist Englisch und ihr seid verwirrt. Und es ist eine Art ja, Action-Adventure-Spiel aus der Ego-Perspektive. Also wir wachen jetzt hier auf und den Text klicke ich jetzt mal so ein bisschen weg. Ist alles wie immer leider nur auf Englisch, aber das sollte passen. So, also wir wachen auf. Hier sind so bestimmte Schließfächer. Den gucken wir einfach mal, ob wir da irgendwo was finden. Die sind irgendwie nicht so, dass da drauf steht, wer wir sind und wer nicht. Wir kriegen aber irgendwie haben wir noch so Erinnerungen dran, wie die Kombination ist. Also machen wir es auf, kriegen ein paar Sachen. Und plötzlich, wie ihr seht, werden wir überfallen. Und zwar durch irgendwie eine Art Zombie oder sowas. Und da seht ihr auch schon, dass das Ganze wirklich grafisch auch wirklich hervorragend umgesetzt ist. Und im Prinzip ist das alles so ein bisschen aufgemacht. Ihr habt natürlich ein Inventar, wo ihr verschiedene Sachen irgendwie anwenden könnt. Aber auch ist das so ein bisschen wie so ein Choose Your Own Adventure Buch. Also wo ihr sagt, okay, wie ihr seht hier, das haben wir zwei Optionen. Das Zombie ist da. Jetzt können wir jetzt noch die andere Tür aufmachen oder abhauen. Ne? Aber da ein Zombie da ist, würde ich sagen, wir hauen hier einfach mal ab. Und es ist halt sehr, sehr, sehr Text irgendwie basiert, dass das natürlich alles sehr, sehr schön irgendwie erzählt wird. Und jetzt finden wir hier auch noch einen Rucksack, den wir natürlich mitnehmen können. Das ist natürlich durchaus praktisch, um unsere ganzen Sachen irgendwie zu finden. Und wie ihr seht, jetzt ja haben wir hier unser Inventory. Da können wir auch derzeit unsere Lebenspunkte zeigen, denn in diesem Spiel wird auch durchaus gekämpft. Und natürlich auch das, was wir alles so mitgenommen haben. Und dann werden wir in diese Welt geworfen und erkunden die. Ne? Dann gehen wir hier rein. Okay, hier ist was offen. Da können wir reingehen. Ja, hier liegt was. Scheint hier aber durchaus normaler öffentlicher Baderaum irgendwie zu sein. Scheint nicht groß was da zu sein. Ich würde gerade sagen, wir gucken hier mal die Klos nach. Okay. Es stinkt da. Wir machen es aber trotzdem auf. Und irgendwie ist da ganz seltsamer grüner Glibber. Und das lebt. Also wie ihr seht, werdet ihr da in eine Welt reingeworfen, die nicht gerade freundlich zu euch ist, sagen wir es mal so. Und so kommt ihr halt in verschiedene Sachen rein. Und hier seht ihr auch schon den Kampf. Der Kampf läuft halt sehr einfach ab. Also ihr habt im Prinzip nur die Option, entsprechend zu kämpfen oder zu fliehen. Diesen speziellen Kampf könnt ihr halt jetzt nicht abhauen, deswegen läuft jetzt der Kampf hier relativ automatisch ab. Ihr seht, da geht es jetzt hier in diesem Spiel nicht drum. Es geht hier eher um die Story, um das Ganze drumherum und nicht hier um bestimmte feine Kampfmechanik oder ähnliches. So, wir haben es aber trotzdem erledigt. Wir hätten wohl da doch nicht reinkommen. Okay, also irgendwie haben wir hier uns ziemlich stark verbrannt. Deswegen holen wir uns jetzt ein Papiertuch
um da irgendwie die ganzen Giftrückstände irgendwie abzustreifen. Wie ihr seht, haben wir hier schon auch ordentlich was verloren. Und also an Lebenspunkte. Und da können wir uns natürlich jetzt auch entsprechend heilen. Nehmen wir einfach hier Medkit, ganz einfach. Zack, und schon haben wir uns geheilt. Und so erkundet ihr hier das alles und guckt mal, wo ihr weiterkommt. Hier zum Beispiel, brauchen wir einen Schlüssel. Da wisst ihr natürlich, okay, wir müssen hier irgendwo einen Schlüssel finden. Ist wirklich, finde ich, von der ganzen Technik, von der ganzen Aufmachung her wirklich super. Wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, spielt das einfach mal an. Ich habe euch natürlich alle Gameboy Homebrew Spiele unten entsprechend mit den Links halt auch verlinkt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich den Autoren dann beim Herunterladen natürlich auch eine kleine Spende zukommen lassen. Als nächstes Spiel wartet Mördermenschen auf uns vom Jan Schneider. Und das ist ein, ja, vielleicht nicht so unbedingt ein Horrorspiel, aber dieses Genre, was das hier abbildet, das gehört eigentlich auch so ungefähr dazu. Und zwar ist es ein typischer Mordfall in einem großen Herrenhaus und ihr müsst irgendwie herausfinden, wer das Schuldige ist. Auch hier spiele ich mal kurz in den Anfang rein. Auch das ist leider nur auf Englisch. Ihr startet natürlich wie immer in einem ganz normalen ja, Detektivbüro und ja, ihr habt halt einen Auftrag bekommen. Wie ihr seht, ist das alles so typisch, sage ich mal, Gameboy Studio aus der Obendraufsicht gemacht. Was das Ganze allerdings ausmacht, ist, wie ihr hier seht, die wirklich wunderbaren Charakterporträts. Dafür, ihr hört schon, man hört nichts, es gibt leider keinen Sound, aber so als kleines Spiel finde ich das gar nicht so verkehrt. Ihr habt zum Beispiel dann auch hier das Inventar, genau, wie ihr seht, ihr könnt hier im Gespräch das Inventar öffnen, um ihnen dann was zu zeigen. Hier, er will hier unseren Detektivausweis haben, damit er auch weiß, dass wir sind. Und er stellt sich vor, er ist so ein bisschen so der Verwalter des Herrenhauses. Und wie wir hier schon sehen, gleich liegt da auch entsprechend, naja, ist natürlich hier ein bisschen, ne, Intro von wegen, wie man sich verhält und hier weiter. Aber wenn ihr seht, hier auch die anderen Charaktere, die hier rumstehen, ne, hier haben wir die Leiche. Die haben alle ein wirklich schön stimmiges Bild. Es ist natürlich schade, dass es hier keinen Sound gibt, um das Ganze zu etwas untermalen. Das Spiel ist auch jetzt nicht so übermäßig lang. Aber so als kleine Sache ist das irgendwie gar nicht so verkehrt. Und ganz ehrlich, so ein kleiner Murder-Mystery, das geht doch immer, oder? Und deswegen habe ich das Spiel hier auch mit in diese Liste reingenommen. Das ist auch schon etwas älter, wie ihr seht, von 2019 das Spiel. Aber es ist durchaus nicht verkehrt. Und ich zeige euch hier schon, wo ihr die Mordwaffe findet. Es ist kein großer Spoiler, glaube ich. Spoiler meine ich natürlich. Und zwar ist das hier nämlich am Blumentopf, wo wir schon sehen, dass wir hier auch die Blutspritze haben. Und ja, er wurde anscheinend der Hausherr mit einem Messer irgendwie umgebracht. Und dann gehen wir hier weiter auf die Suche. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt hier nicht sehr viel mehr davon zeigen, weil sonst würde ich euch jetzt hier den ganzen Spaß irgendwie mitnehmen. Dasselbe wie beim anderen Spielen im Prinzip. Ist aber durchaus mal ein kleines Durchspielen empfehlenswert. Wie gesagt, das kriegt ihr eigentlich relativ schnell durch. Aber die ganze Aufmachung ist nett. Nur halt, wie gesagt, der Sound, der fehlt irgendwie. Als nächstes möchte ich euch ein Spiel vorstellen, was mich vor allen Dingen stilistisch sehr beeindruckt hat, obwohl der,
Spielablauf an sich leider etwas nervig ist. Ihr werdet das gleich zeigen. Und zwar, mir gefällt dieser bestimmte Grafikstil. Der ist sehr minimalistisch, sehr zurückgehalten. Wie ihr schon seht, ist das hier viel mit entsprechenden Textzeichen und so weiter umgesetzt worden. Und auch hier wacht hier irgendwie auf aus einer Art Albtraum oder ähnliches und wisst irgendwie gar nicht so recht wohin. Und wir müssen zu einem Meeting. Und wie ihr seht, die Räume sind halt wirklich, ja, die Ketten sind halt mit Achten und Nullen und so mit Textzeichen dargestellt. Ne? Also so ein bisschen ASCII-Art nennt man das, glaube ich. Und das finde ich sehr, sehr effektreich eigentlich, dass das passt irgendwie so dazu, weil alles in diesem Stil ist. Und dann natürlich noch diese bedeutungsschwangere Musik. Das Spiel wurde, so wie ich das gelesen habe, in einem Game Jam entsprechend aufgebaut. Das heißt wirklich zeitlich unter sehr begrenzten Maßnahmen. Und im Prinzip ist das ein Spiel, ja, wo ihr euch leider ein bisschen viel merken müsst. Und zwar landet ihr immer in solchen Räumen wie hier und habt immer die Auswahl, in welche der drei Türen ihr geht, um halt entsprechend irgendwas auszuwählen. Das Problem ist allerdings, dass zwei Türen immer in den Tod oder in den Neustart führen und nur eine Tür weiter. Deswegen müsst ihr euch natürlich so ein bisschen den Ablauf merken. Also ich zeige euch jetzt mal hier einen falschen Weg. Wenn ihr da rechts reingeht, okay. Ich dachte, ich hatte im Kopf eigentlich, dass es der linke der falsche war. Gut, dann gehen wir hier mal vorwärts. Das ist auch ein richtiger Raum. Okay. Gut, jetzt bin ich nach links gegangen und wie ihr seht, das sind halt so entsprechende Tode oder Neustarts irgendwie. Wie zum Beispiel ein Buch. Und dadurch seid ihr jetzt irgendwie neu gestartet. Und das finde ich eigentlich jetzt so cool, weil das irgendwie so ein bisschen zu dieser Thematik passt. Weil wir hatten ja alle schon mal Albträume, die wirklich alle sehr abstrakt und irgendwie verwirrend sind und wo man ihn aufschreckt und wo man eigentlich dann denkt, okay, was war das? Ne? Also hier bin ich jetzt zum Beispiel nach links und hier ist einfach eine zusammengeballte Faust, ja, zerquetscht eine Spinne und dadurch sind wir aufgewacht. Also spielmäßig, wie gesagt, muss man natürlich auf sowas stehen. Weil man natürlich denn hier sich entsprechend immer so ein bisschen merken muss, in welcher Reihenfolge man die Räume abgeht. Außer man will natürlich jetzt, wie wir alle, ich sag mal, Todesarten sehen. Ich glaube, hier war das links. Ah, auch nicht. Ne? Hier, ein schleimiger Fisch schreit, als es versucht, sich aus eurer Umklammerung zu entreißen. Das ist ja so kein Tod. Ne? Aber irgendwie ist das Spiel so abgedreht, dass es mir trotzdem angetan hat. Obwohl, ne, wie gesagt, der Ablauf irgendwie relativ dulli ist. Okay, gehen wir mal hier lang. Eine Kerze geht aus und ihr werdet mit Terror erfüllt. Also, wie gesagt, fantastisch. Wenn ihr mal Bock auf wirklich so einen sehr abstrakten Trip habt, ja wirklich fast Albtraum-Trip auf dem Gameboy, da passt ja auch dieser Grafikstil hier ganz besonders dazu, dann solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und das war jetzt auch schon das letzte Homebrew-Spiel, was ich euch vorstellen wollte. Und wie gesagt, besucht mal die anderen fantastischen YouTuber. Playlist ist natürlich unten verlinkt. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Halloween. Bis zum nächsten Video.